Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Expertenwebinar heute mit David Burkhard Rosenbaum. Und es geht um das Thema inspiriertes Sprechen vor dem Mikrofon. Profisprecher, Fernsehjournalist und Videoautor. Seit 40 Jahren bekannt aus Presse, Funk und Fernsehen. Zeitungsredakteur in den 70ern in Darmstadt, Schulfunk beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Freiberuflich beim Südwestfunk, Kommentarsprecher von Fernsehfilmen in Baden-Baden, Fernsehreporter und Synchronsprecher in Berlin, bekam Lehraufträge in Schauspielschulen, in Phonetik und Stimmbildung sowie als Sprecherzieher. Er war Nachrichtensprecher beim SFB und NDR und er moderiert und schrieb auch und sprach als Redakteur eigene Programme für private Radiostationen, zum Beispiel für Radio Plus Monte Carlo. Er berichtete dort aus der UNESCO in Paris Über den 70. Geburtstag von Sir Peter Ustinov und dann freier Mitarbeiter ARD, ZDF und MDR, Fernsehreporter beim DFF und später Sat.1 und in Los Angeles arbeitete er als Drehbuchlektor und Übersetzer in einem deutschen Filmfonds. Inzwischen findet er seine Erfüllung im Online- und Live-Coaching im Internet. Und heute bei uns hier bei der Online-Uni im Webinar. Hier ist David Burkhard Rosenbaum. Herzlich willkommen zu meinem Webinar Inspiriertes Sprechen vor dem Mikrofon. Was ist Voice Acting? Im Grunde genommen nichts anderes als das, was ein Schauspieler auf einer Bühne macht, nur dass er auf dem Stuhl sitzt und im Grunde genommen die ganzen Spannungsverhältnisse, die er normalerweise in einer Aktion legen würde, in die Stimme legt. Und auch da gehören inspirierte Aktionen dazu. Das heißt, das Ganze muss vom Herzen kommen. Das Ganze muss von meiner Inspiration kommen, wie ich mit einem Text umgehe. Und das will ich heute Abend ein bisschen verdeutlichen. Man sieht an dem Gesicht von diesem Menschen, der traut sich nicht so richtig Atem zu nehmen, sondern der macht so irgend so ein bisschen, so richtig atmen mag er nicht. Aber er will etwas sagen und die Stimme ist einfach zu laut. Die Stimme ist dann zu laut, sie überschlägt und hat niemals die Wirkung, die sie haben könnte, wenn er richtig atmen würde. Wir sehen es hier ganz deutlich. Also, Atemluft wird eingesogen und wieder abgegeben. Und das Wesentliche ist beim Sprechen, das ist das, was die wenigsten Menschen sich bewusst machen, weil sie es einfach für selbstverständlich nehmen, ist, dass man auf dem Ausatmen, auf dem ausgeatmeten Atem spricht. Das heißt, ich nehme einen Atem, nehme ihn zu mir und gebe ihn wieder ab. Der heutige Mensch nimmt nicht einen solchen Atem wie dieser Mann hier, der richtig den Mund aufmacht und den Atem nimmt für sich und er geht auch dann an den richtigen Platz, nämlich in den Bauch. Und hier sehen wir jetzt nochmal die richtige Mundstellung, der Atemzufuhr. Wir sehen hier eine Darstellung des Gaumensegels. Der Gähnschacht hinten öffnet sich, wird breit. Das ist was ganz Wichtiges. In dem Augenblick, in dem ich so exklusiv atme, öffnet sich mein Gähnschacht, also ähnlich wie beim Gähnen. Heißt, das hier, der Ansatz des Kehlkopfs, öffnet sich extrem gut